Wahrheit. Das will ich erläutern. Im Januar, das erinnern wir alle gut, ist ja der Genesenenstatus ganz überraschend halbiert worden auf 3 Monate. Die Leute waren entsetzt. Bei vielen Leuten war es ein schwerer Eingriff in ihr Leben. Und dafür haften musste bislang nur das RKI und dessen Präsident Lothar Wieler. Die waren schuld, und zwar ganz alleine. Wenn man sich ein bisschen umtut und konkreter recherchiert, stellt man aber fest, am 14. Januar hat das RKI diese Anweisung auf seiner Homepage veröffentlicht. Am 15. Januar trat sie in Kraft, aber am 13. Januar, einen Tag vorher schon, erschien Sabine Dittmar, das ist die parlamentarische Staatssekretärin von Karl Lauterbach im Bundestag, und kündigte diesen Abbau des Genesenenstatus an. Sie war die Erste überhaupt. Das RKI kam erst hinterher, als würde das RKI sozusagen die technischen Einzelheiten verkünden. Aber sie war die Erste. Ich will das genau zitieren, was sie da gesagt hat. Der Genesenenstatus wird künftig nach 3 Monaten bzw. 90 Tagen entfallen. Wörtliches Zitat aus ihrer kleinen Rede. Sie war so stolz drauf, dass sie diese Rede sogar auf ihrer Homepage bis heute anbietet. Der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der die Sitzung geleitet hat, hat mir berichtet, den meisten Abgeordneten sei gar nicht aufgefallen, was sie da gehört haben. Das passiert ja manchmal, das rauscht so vorbei. Jedenfalls hat Karl Lauterbach die Gelegenheit ergriffen und bis heute in allen möglichen Interviews erzählt, dass er nichts davon gewusst habe. Ich will ihn auch wieder wörtlich zitieren aus einem FAZ-Interview. Da hat er nämlich gesagt, dass der Genesenenstatus über Nacht auf 3 Monate verkürzt wurde. Davon war ich nicht unterrichtet. Ich nenne diesen Satz einen Flirt mit der Lüge. Denn wer, das sage ich nur aus juristischen Gründen so freundlich, ich würde es sonst härter ausdrücken, denn wer kann denn annehmen, dass eine Staatssekretärin ins Parlament geht, um diese Botschaft zu überbringen, und der Minister weiß nichts davon? Da muss man sich ja die Haare mit dem Fischmesser kämmen, um das zu glauben. Niemals! Außerdem ist Karl Lauterbach bekannt als einer, der im Ministerium alles an sich zieht, der nichts an sich vorbeilaufen lässt, und eine parlamentarische Staatssekretärin hat ausdrücklich die Aufgabe, den Minister nach außen zu vertreten. Der wusste nichts. Ich glaube, kein Wort. Und nein.